Naja, es war eine lustige Aufgabe heute und ich habe mich zuerst verrechnet. Und zwar eine Extremwertaufgabe, es soll der Querschnitt einer Dachrinne, also der Querschnitt, wenn ich mir hier so eine, wenn ich diese Fläche mal als Schnitt mir vorstelle, dann soll der Querschnitt der Dachrinne, also das, was hier in die Dachrinne reinpasst, die ist übrigens 5 Meter lang, aber das ist jetzt gar nicht mal so wichtig, soll der so groß wie möglich sein, dieser Querschnitt. Und zwar unter der Bedingung, dass wenn ich von hier bis hier bis hier dieses Blech biege, dass das insgesamt, also so eine Art Umfang, aber ein Teilumfang, das und diese und jene Seite zusammen sollen 90 cm sein. Naja, ein Trugschluss ist zu sagen, ach so, eine Randbedingung war, die Kanten sollen auf 60 Grad hochgebogen werden. Also hier ist dieser 60 Grad Winkel. So. Und das auf beiden Seiten symmetrisch und dann mal sehen. Jetzt kommt das Verrückte. Wenn man jetzt sagt, ach, die sollen hochgebogen werden und ich nehme mir einfach die Fläche eines halben regelmäßigen Sechsecks, das ist ein Trugschluss. Denn es kommt darauf an, wie lang, und jetzt bezeichne ich diese Seiten mal, die nenne ich einfach mal B, und da die genauso groß ist, symmetrisch, auch B und die als A beispielsweise. Denn es kommt darauf an, B und A so gegeneinander zu verändern, dass das Maximum rauskommt. Extremfall, ich nehme A ganz klein, halte die 60 Grad ein und A ist so klein, dass es hier eigentlich verschwindet. A ist 0. So, ein Extremfall. So hatten wir erst gerechnet, war totaler Blödsinn. Mit der falschen Formel gerechnet. Also nicht dem Trugschluss verfallen, hier die Formel des regelmäßigen Sechsecks zu nehmen und dann die einfach irgendwie zu umzubasteln, da kommt ein Minimum raus. So, anderer Fall, auch extrem, ich halte mal die 60 Grad ein und würde diese Seite A unmöglich lange verlängern, also fast 90 cm und hier links und rechts ein Zentimeter, ja, da passt auch nicht viel rein, hier passt noch mehr rein. Es muss irgendwie dazwischen liegen. So, ich mache mal kurz Pause und zeichne mal den anderen Kram auf, der hier so gültig ist. So, ich habe mir jetzt gesagt, okay, hier haben wir wieder Seite A und diese längs, diese geknickten Seiten sind die Seiten B. Und es kommt ja auf den Querschnitt an und jetzt sage ich einfach mal ganz frech, na und, da betrachten wir das Ding ganze, dieses ganze Gerät mal hier und zerteilen die Fläche. Und diese, die ist, wenn ich jetzt hier zu der Höhe dieses Trapezes, ne, hier bildet sich ein Trapez, wenn ich jetzt zu der Höhe, zu der senkrechten, senkrecht stehenden Linie Höhe sage, dann heißt diese in hellgrün, diese Fläche A ist gleich A mal H. Das ist nichts Besonderes. Jetzt kommt das, vielleicht, na, besonders ist es auch nicht, aber jetzt habe ich hier noch eine Fläche und ich habe aber auch hier noch eine Fläche. Ja, und die beiden sind aber wegen der Symmetrie gleich groß, das heißt, ich könnte diese Fläche auch hier mit ranstückeln, sodass ich sagen kann, dann habe ich zwei Hälften und die orangene Fläche und die andere orangene Fläche bilden zusammen, sagen wir A orange, das war A grün. A orange ist dann einfach bloß, ja, und jetzt muss ich das Stückchen hier irgendwie benennen. Ich sage einfach mal dazu C, C mal H. Jetzt kann ich eine Gesamtfläche bilden und kann sagen, okay, A gesamt, das kommt mir auf die Querschnittsfläche an, die ich dann hinterher mit 5 Meter multiplizieren müsste. A gesamt ist folgendes. Das ist einmal A mal H plus, und jetzt kommt C mal H. Ja, das sieht schon ganz hübsch aus. Aber wenn ich jetzt an Extremwertaufgaben denke, muss ich ja sagen, A als Fläche ist im Moment noch abhängig von A, von H und von C, von drei Größen. Und die Formel gilt, A mal H plus C mal H. Da komme ich nicht weiter, das ist noch nicht schön. Das soll ich maximieren, also diese Fläche soll ich maximieren. Ist aber abhängig von drei Größen, das ist nicht gut. Das heißt, ich muss mir noch weitere Gedanken machen. Und Gedanken machen heißt, nehmen wir doch mal noch eine andere Formel, beziehungsweise machen wir uns mal noch ein paar andere Gedanken. Hier, ich zeichne den mal in lila ein, haben wir den Winkel von 60 Grad. Ich habe dieses Trapez hier oben bloß um 180 Grad gedreht. Das heißt, wenn ich mir diesen Bereich jetzt mal raushole und mal ein bisschen größer mache, dann habe ich folgende Figur. Ich habe also hier H. Hier oben habe ich meine 60 Grad. Das heißt, der Ergänzungswinkel zu 90 Grad sind 30 Grad. Dieser Winkel 30 Grad. Und hier unten habe ich mein C.
Und hier habe ich ja mein B, was ja zu den 90 cm gehören wird. Also ich muss hier irgendwas Kluges machen. Aber da ich ja hier einen rechten Winkel stehen habe, ne, in der Höhe steht ja senkrecht, gelten folgende Beziehungen. Ich kann auch sagen, 30 Grad gegenüberliegende Winkel, Seite ist die Gegenkathete. Also kann ich sagen, Sinus von 30 Grad ist gleich C geteilt durch, ach, sieht nicht schön aus, C durch Hypotenuse. Und Hypotenuse heißt B. Sinus von 30 Grad wissen wir aber ist 0,5, also 1,5. Also muss 1,5 C durch B sein. Und jetzt ist es mal so eine Sache. Jetzt kann ich hier aus den Formeln was machen. Entweder ich sage, durch einfaches Umstellen, B muss demzufolge 2 mal C sein. Das ist eine Formel, die kann ich vielleicht später hier oben verwenden. Hier oben. Also hier, ne, hier geht es weiter. Oder ich mache noch eine andere Formel draus. Ich drehe das um und sage einfach C ist B halbe. Das ist bloß die Umkehrung. Vielleicht kann ich das verwenden. Und da überlegen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Denn wir haben ja noch eine Formel, die heißt ja, und jetzt mache ich das mal so, ich schreibe die Formel nochmal eindeutig hin, und zwar so, wie wir das kennen, als Gleichungssystem A von abhängig von A, klein a und h und c, heißt A mal h plus c mal h. Mal sehen, ob wir was draus machen können. Die zweite Gleichung heißt, 90 cm ist ja gleich, jetzt müssen wir nochmal gucken, hier ein b und noch ein a. Also 2b plus a. Das ist eine Art Teilumfang. So, deswegen plus a. So, und jetzt wäre das schön, wenn ich das zum Beispiel die zweite Gleichung irgendwie mit der ersten verknüpfen könnte durch Einsetzen. Aber das ist noch zu viel. Ich habe noch zu viele Variablen drin. Hier habe ich nur 2, hier habe ich aber noch 3 Variablen. Vielleicht können wir was Kluges draus machen und können a und c ersetzen und alles ist dann bloß noch von h abhängig. Mal sehen. Ich mache mal Pause und experimentiere hier mal rum. Ich habe jetzt mal schnell noch ein paar andere Sachen hingeschrieben. Ich habe einfach mal geschrieben, 90 cm ist ja 2b plus a. Und jetzt habe ich aus der zweiten Gleichung eine andere Variante abgeleitet. Ich habe gesagt, 90 cm ist 2, das ist die hier, mal 2c. Hier, b ist nämlich 2c plus a. Habe das umgestellt nach a und es ergibt sich eine zweite Variante der zweiten Gleichung. 90 cm minus 4c, 2 mal 2 ist 4. Ne? Und hier umstellen, also minus 4c, so kommt das, ist gleich a. Und habe jetzt mal probeweise die 2,2 in die erste oben eingesetzt. Und siehe da, ich habe jetzt bloß noch eine Abhängigkeit in diesem Fall, weil ich ja hier ersetzt habe, das a. Ich zeige es mal in dunkelgrün. Dieses a habe ich so ersetzt. Der Rest bleibt. Und siehe da, ich habe jetzt schon eine geringere Abhängigkeit. Das heißt, ich kann mir hier schon mal das a rausstreichen. Das ist schon mal positiv. A ist bloß noch abhängig, groß A, von h und c. Jetzt muss ich mir was weiteres einfallen lassen, damit ich alles nach c hinbekomme. Das heißt, irgendwie eine Möglichkeit, dass ich bloß noch einen Buchstaben hier in der Klammer stehen habe. Also a abhängig von h oder von c. Und da mache ich nochmal eine Rätselpause. So, jetzt kam mir noch eine Idee. Ich habe mir gesagt, in einem rechtwinkligen Dreieck kann ich ja Gegenkathete durch Ankathete teilen und erhalte den Tangens. Tangens von 30 Grad wäre, also gegenüberliegend von 30 Grad ist c nochmal, c durch h. Der Tangens von 30 Grad ist aber 1 Drittel Wurzel 3 oder Wurzel 3 Drittel. Nach Umstellen erhalte ich also h mal Wurzel 3 Drittel ist c. Mal sehen, ob ich das verwenden kann. Ich setze das also für c ein. Machen wir mal in schwarz weiter. Ich sag mal hier, das wäre Gleichung 3 gewesen. Mit anderen Worten, damit wir das besser später unterscheiden können, 3 in 1. Eigentlich ist das ja gar keine echte 1 mehr. A ist jetzt abhängig von, das werden wir gleich sehen, und zwar in Klammern steht. Eigentlich könnte man das auch nach H umstellen. Dann wäre das vielleicht sogar noch schicker, obwohl, ist eigentlich egal. Wir werden es bloß nach der Höhe richten. Also wir werden mal das C ersetzen. Dann steht hier 90 cm, wir können die Zentimeter ruhig mitschreiben, das ist kein Verbrechen, minus 4 mal jetzt, und jetzt kommt das C, 4 mal und jetzt H mal Wurzel 3, ich schreibe es erstmal so ein bisschen durcheinander hin, das ist kein Problem, Drittel, 4 mal H Wurzel 3 Drittel, in Klammern mal H, das werden wir dann gleich ausmultiplizieren, C wieder ersetzen, das ist jetzt in diesem Fall bloß noch H
Wurzel 3 Drittel mal H. Das ist dieses H und das ist dieses C. Also ich mache es nochmal schnell farblich. Klar, hier, das hier, dieses C ist dieser Ausdruck bzw. dieser Ausdruck. So, wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, vielleicht kommen wir da auf was Vernünftiges. Aber eins haben wir gesehen, jetzt habe ich kein C mehr drin, jetzt habe ich bloß noch H's drin. Und jetzt müsste es eigentlich leicht werden, denn wenn ich die Formel aufgestellt habe, kann ich die dann entsprechend umbauen. Ich mache mal kurz Pause und multipliziere. Ja, ich sag's mal dazu, ich drehe nämlich hier alles um. Ich multipliziere dieses H hier, jetzt hier das, erstmal mit diesem anderen Teil. Also, das ist irgendwas, und zwar 4 Drittel Wurzel 3, 4 Drittel Wurzel 3, noch nichts Schlimmes, aber Minus. Ne? Ich habe hier hinten angefangen und das H mal H ist H Quadrat. Haha. Das wird also eine quadratische Gleichung mit einem negativen Exponenten. Das heißt, wir werden eine nach unten geöffnete Parabel haben und was wir erhalten, ist ein Maximum, wenn wir jetzt alles richtig machen. Nehmen wir den Rest plus 90 cm H. Und jetzt hier hinten ausmultipliziert, das wird sich dann irgendwie ein bisschen aufheben, aber das werden wir gleich sehen. Plus, und jetzt sage ich Wurzel 3 Drittel H Quadrat. Jetzt muss ich bloß noch zusammenfassen. Hier um diese beiden H Quadrate geht es. Hier habe ich 4 mal Wurzel 3 Drittel und hier habe ich bloß noch ein Wurzel 3 Drittel. Wenn ich das zusammenfasse, sind das Minus. Ich schreibe mal weiter. A ist schönerweise abhängig von H, ist gleich 3 Drittel. Ich schreibe es mal aus. Minus 3 Drittel Wurzel 3 H Quadrat plus 90 cm mal H. Das ist diese 90 cm mal H. Und hier habe ich minus 4 Drittel plus 1 Drittel sind minus 3 Drittel. Und ich kann das hier rauskürzen. Das ist doch schön. Und schon wieder wird die ganze Sache leichter. Wenn wir uns jetzt nochmal dran erinnern, f von x ist tralala, da kann ja vor dem x Quadrat irgendeine Zahl stehen, da kann auch durchaus mal eine Wurzel 3 stehen. Das heißt also, jetzt mal sauber abgeschrieben, heißt das a in Abhängigkeit von h, a von h kann ich auch sagen, ist minus Wurzel 3, h Quadrat plus 90 cm mal h. Jetzt kommt das Schöne. Wir wollen ja eine Extremstelle haben. Wo steckt die? Da ist der Anstieg 0, also ich bilde die erste Ableitung. A' von h ist dann minus 2 Wurzel 3, und die 2 wandert nach vorne, mal h plus, und jetzt gucken wir bloß noch, das h wird h hoch 1 wird h hoch 0, also 90, plus 90 cm. Und das müsste sich wohl machen lassen. Wir wissen, wenn der Anstieg 0 ist, dann setzen wir die erste Ableitung als 0. Und ich mache mal kurz Pause, und sonst wird das Video zu lang, und rechne das ganz schnell mal aus. So, jetzt der Rest ist ganz einfach, und ich habe für H 25,9807 cm rausbekommen. Das reicht mir aber nicht, denn jetzt muss ich ja wirklich tatsächlich die Seite A und B herausbekommen. Jetzt bewege ich mich nochmal hier hin. Wie kann ich H irgendwie so hinbekommen oder umbasteln, dass ich die Seite B rausbekomme? Und wenn ich die Seite B rausbekomme, dann ist der Rest eigentlich gelaufen. Das ist der ganze Trick. Also, jetzt gucken wir mal H und B, wo haben wir die beiden verknüpft? Das lässt sich jetzt auf jeden Fall finden. Hier mache ich das über Dreiecksbeziehung weiter. Den Tipp gebe ich mal. Ich mache jetzt einfach nicht mehr weiter. Wir wissen ja, gucken wir nochmal hoch. Hier. Wenn ich B habe, dann weiß ich zweimal B von den 90 cm abziehen und dann habe ich A. Also das lässt sich dann hinkriegen. Ich mache das Video an der Stelle dicht. Ich höre auf.